Hallo, willkommen bei meinem letzten Video meiner Motorradtour 2022 im Juli. Hier ist der Tag 15, am Vorabend ist meine Tochter per Interrail, das heißt mit der Fähre von Italien rüber nach Barcelona angekommen und wir haben die Stadt erkundet. Ganz klar, eines der Fixpunkte war natürlich die wunderschöne Sagrada Familia in Barcelona. Absolut sehenswert, bitte schaut euch das an. Wir haben das so genossen. Wir sind in Barcelona 3 Nächte geblieben und haben die Stadt erkundet. Es war unglaublich toll. Hier vor allem dieser Markt war ganz voll. Es waren genussvolle Tage. Wir sind jeden Tag über 20.000 Schritte gelaufen. Und ja, Barcelona ist absolut sehenswert. Da werde ich bestimmt noch mal hingehen. Ja, nach 3 Tagen ging dann die Fahrt für mich weiter per Motorrad, meine Tochter mit Interrail. Ich bin da von Spanien nach Frankreich gefahren, 209 Kilometer in circa 4 Stunden reiner Fahrzeit. Nachdem die Tage in Barcelona so gemütlich und entspannend waren, habe ich blöderweise an diesem Tag, als ich wieder losgefahren bin, den gleichen Fehler gemacht. Ich bin viel zu spät losgefahren und auch wieder in eine üble Hitze geraten. Es war zwar nicht ganz so schlimm wie damals da auf dem Weg nach Madrid, aber es war trotzdem sehr, sehr heiß. Aber gut, ich hatte die Perspektive, dass ich in Perpignan ankomme. Da hatten wir auch schon ein Zimmer, auch schon vorgebucht mit Garage, meine Tochter und ich. Und somit, ja, mit dieser Perspektive ging es dann. Die Landschaft hat sich sichtlich verändert, da von Spanien nach Frankreich rüber. Es wurde waldiger. Die Vegetation hat sich dann auch irgendwann geändert. Es wurde so ein bisschen französischer, würde ich sagen. Typisch so, wie man das kennt von dort. Und die Fahrt war insgesamt wirklich sehr schön. Ich habe da wieder die Autobahn vermieden an diesem Tag und habe daher solche Strecken wie diese hier gefunden. Zwischendurch eine Abkühlung mit Eis war super wichtig. Und man sieht doch gut an meinem hochroten Kopf, wie heiß es da war. Ja, hier seht ihr die Fahrt, das war sehr schön. Der Verkehr war auch okay, war gar nicht dramatisch. Also war sehr angenehm zu fahren. Das Anstrengendste an diesem Tag war übrigens das Rausfahren von Barcelona, also durch die Stadt. Ich habe, glaube ich, einfach nur mal 1 Stunde gebraucht, bis ich da halbwegs draußen war. Dann die restliche Strecke waren dann solche Fahrten. Wirklich wunderschöne Gegenden. Es ist auf dieser Strecke auch recht hügelig natürlich. Das sind noch die Ausläufer der Pyrenäen da zum Meer hin. Und das ein oder andere Hügelchen war da und auch den ein oder anderen Tunnel, wie man sieht. Ich lasse euch jetzt die nächsten paar Minuten die Fahrt genießen mit ein bisschen Musik. So, enjoy the ride. Thank you.
Hier komme ich an in Perpignan. Das Filmchen hat meine Tochter gemacht, die 10 Minuten vorher mit dem Zug angekommen ist. Nach einer Dusche haben wir dann gleich die Stadt erkundet. Es ist wirklich ein hübsches Städtchen mit unzähligen Cafés und Restaurants und wir haben das sehr genossen an diesem Abend. Am nächsten Morgen, da bin ich früher gestartet, Gott sei Dank, da ging die Reise auch gleich weiter. Meine Tochter wieder mit dem Zug, ich mit dem Motorrad und zwar von Perpignan nach Arles. Das waren 245 Kilometer in etwa. Ja, über 2 Stunden Fahrzeit, 3 Stunden Fahrzeit. Ich bin an diesem Tag wieder über die Autobahn gefahren in Frankreich. Die Maut für diese Strecke waren 12,80 €, wenn das jemanden interessiert. Ja, ich war, durch das, dass ich recht früh losgefahren bin, Gott sei Dank schon um 12:30 Uhr dann an einem Campingplatz. Das war nicht direkt in Arles, sondern etwas außerhalb. Und es war ganz gut, dass ich da schon um 12:30 angekommen bin, denn es hatte um diese Zeit auch schon wieder 35 Grad. Also die Hitzewelle Juli 2022, die war hier schon voll im Gange und ich habe das richtig abbekommen. Gegen 17 Uhr an diesem Abend, als ich auf dem Campingplatz war, hat es übrigens 39 Grad gehabt. Nach dem Zeltaufbau und einem Mittagessen habe ich mich also gleich an den Pool gehaut an diesem Campingplatz und mich 5 Stunden nicht mehr von dort wegbewegt. Ich bin sogar ein bisschen weggedöst am Pool. Es ist ein sehr schöner Campingplatz, liebevoll hergerichtet. Die Betreiber sprechen sogar Englisch. Das ist gar nicht so unwichtig in Frankreich, wenn man kein Französisch oder nicht gut Französisch kann. Es ist ein sehr familiärer Campingplatz, aber war trotzdem ganz okay, hier mit dem Motorrad zu sein. Das mit den Mücken ging auch halbwegs. Ich glaube, 4, 5 Stiche habe ich abbekommen. Habe ich aber auch fleißig mich eingesprüht. Ja, und am nächsten Tag habe ich mich dann in Arles mit meiner Tochter getroffen. Ich bin mit dem Motorrad in die Stadt reingefahren und meine Tochter kam mit dem Zug aus Marseille, wo sie untergebracht war. Ihr habt ja schon Aufnahmen vom Dach des Vincent van Gogh Museums gesehen. Hier das schöne Café, welches er gemalt hat. Und dann sind wir natürlich noch in diesen schönen Garten, Innenhof gegangen, was er auch gemalt hat. Dort haben wir lecker gegessen und haben so Arles erkundigt. Ist wirklich eine ganz schöne Stadt. Beim Zurückfahren habe ich noch mein Motorrad ein bisschen gewaschen und sehr gut geschlafen in dieser Nacht. Ja, und am nächsten Morgen, Tag 20, ging meine Reise dann weiter. Hier haben sich die Wege von meiner Tochter und mir getrennt. Sie fuhr weiter die französische Küste entlang. Ich musste aufgrund der Hitze weiter ins Landesinnere. Ich bin hier von Arles nach zum Campingmotto La Vaugolette gefahren, 150 Kilometer rund in nicht ganz 3 Stunden. Endlich mal wieder Fahrten ohne Autobahnen. Wunderschöne Straßen, so wie hier. So mag ich das am allerliebsten zu fahren. Und ja, es war Gott sei Dank an diesem Tag auch nicht mehr so heiß. Also es hatte ich, glaube ich, weniger als 36 Grad. Das ist schon mal ganz angenehm gewesen. Und ja, wie gesagt, der ursprüngliche Plan wäre gewesen, dass ich Isabel quasi bis noch nach Genua begleite, am Meer entlang. Aber ich habe festgestellt, dass das bei dieser Hitze keinen Sinn gemacht hat und das unterschiedliche Reisen, sie mit Interrail und ich mit Motorrad, war auch etwas schwierig. Wir haben uns ursprünglich vorgestellt, dass wir so gemeinsame Tagesausfahrten machen, haben auch einen extra Helm dazu noch besorgt, aber es war einfach viel zu heiß, das so zu veranstalten. Ja, egal, Isabel ist weitergefahren, meine Tochter nach Nizza und hat es dort bombenmäßig krachen lassen und ich freue mich total für sie. Und wie gesagt, ich habe hier meine Motorradfahrten genossen und war jetzt auf dem Weg wieder zu so einem Motorradcampingplatz. Und das ist eine ganz tolle Sache da in Frankreich. Das werde ich bestimmt wieder machen und dann werde ich ohne großen Plan dahin fahren und werde auf diese Campingplätze gehen und von da aus Sternfahrten machen. Das ist super entspannt und die sind wirklich auf Motorradfahrer ausgerichtet. Und ich lasse euch jetzt noch die Fahrt ein bisschen mit Musik weiter genießen. Enjoy the ride.
Und hier sieht man schon die Einfahrt zu dem Camping Motor de Vogolette. Ich bin hier um 12.45 Uhr etwa angekommen. Es hatte dann so um die 36 Grad. Hier ist alles, was ein Bikerherz begehrt. Schöne, schattige Stellplätze für dich und dein Motorrad. Man könnte hier übrigens auch Kabinen mieten. Also wer das nicht im Zelt machen mag, der kann auch hier einfach so eine Kabine sich mieten. Es gab eine nette Begrüßung, die auch gut Englisch sprechen konnte. Wieder ganz toll hier in Frankreich. Einen Swimmingpool und auch ein kleines Flüsschen, an dem man baden kann. Und vor allem ganz viele andere Motorradfahrer. So kam ich gleich ins Gespräch mit Kevin aus Großbritannien, der schon seit 8 Wochen unterwegs war. Er ist auch ein YouTuber. Sein Kanal heißt KevCam. Und den Nachmittag habe ich dann größtenteils am Pool verbracht. Und am Abend gab es vom argentinischen Koch ein leckeres Barbecue. Also das war dort wirklich ganz ideal für mich. Ich habe Mein das Pool. total genossen. Ja, hier sieht man ein bisschen, wie es dort aussieht. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das macht nichts. Das hat super gepasst dort. Ich bin dort auch 2 Nächte geblieben und habe mich da entspannt, bis ich mich entschieden habe, weiterzufahren. Und hier sieht man schon die Weiterfahrt nach 2 Tagen. Ich dachte mir, ich gehe jetzt Richtung Annecy. Das ist noch in Frankreich, aber schon Richtung Genf. Ein wunderschönes kleines Städtchen und die Fahrt dahin war sehr schön. Es waren knapp 200 Kilometer in etwa 4 Stunden 22 Fahrzeit. Die Fahrzeit war darum so lange, weil es auch, ich hab keine Autobahn mehr gewählt und es war sehr kurvig, teilweise auch echt, ja, da waren schon Berge mit einigen Spitzkehren darunter. Also es war sehr, sehr schön zu fahren. Die Landschaft hat sich von diesem typischen französischen Zypressenlandschaften geändert in eine, ja, bis ich angekommen bin, schon fast, ja, alpenländische Landschaft. Das war ganz schön, das den ganzen Tag diesen Wandel zu verfolgen. Ich spiele euch wieder ein bisschen Musik ein, um diese Fahrt zu genießen. Thank you.
Ja, hier sieht man schon eine der letzten Etappen. Hier fahre ich schon entlang am Lac d'Annecy. Das ist der See, der dort bei Annecy ist. Ich habe schon im Laufe des Tages mich da um Campingplätze erkundet. Es ist da alles super voll belegt. Es sind unglaublich viele Menschen da. Ich habe dann an einem ganz, ganz kleinen Campingplatz, das war eigentlich der Garten von einem Haus, ist mir vorgekommen, ein Plätzchen gefunden. Das war mehr als bescheiden, aber es war okay, war ja auch nur da, um eine Nacht zu bleiben und sich an sie anzuschauen. Hier sieht man es, das ist so quasi der ganze Garten, der ganze Campingplatz gewesen. Und ich habe mich dann gleich mit dem Bus in die Stadt begeben und nicht umsonst nennt man an sie das Venedig der Alpen. Es ist sehr schön, überall diese Kanäle und unendlich viele Restaurants und Eisdielen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Eisdielen gesehen. Habe ich natürlich auch gleich ein Eis genossen. Und ja, habe den Abend dort schön ausklingen lassen. Am nächsten Morgen bin ich gleich weitergefahren, weil es war ja schon Richtung heimwärts. Und hier fahre ich den See entlang wieder zurück. Hier sieht man noch ganz schön die Aufnahmen, die Berge im Hintergrund und der See. Sehr, sehr schöne Gegend. Ja. Ich bin da zurückgefahren, die letzte Etappe hier in Frankreich, Annecy, weiter dann über die Autobahn in die Schweiz rein und Richtung Bern bin ich da gefahren. Habe ein wenig länger gebraucht, um da rauszukommen, weil ich die falsche Autobahnauffahrt genommen habe. Aber was soll's, das gehört dazu. Habe ja keine Eile. Hier sieht man noch ganz schön diese ganzen Kanäle. Ja, es waren an diesem Tag 225 Kilometer in knapp 3 Stunden Fahrzeit über die Autobahn nach Bern. Ja, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Es ist halt Autobahn durch die Schweiz. Hier sieht man den ersten Tunnel. Da war ich schon wieder auf der richtigen Strecke, Gott sei Dank. Und ich habe mich da auch schon wirklich auf zu Hause gefreut. So schön diese Reise war. Ich habe es genossen und war dann auch gerne wieder zu Hause. Hier sieht man noch meine Unterkunft in Bern, die Aussicht davon. Und hier habe ich auch das Motorrad noch gewaschen. Und jetzt kommt noch ein kleines Live-Video von diesem Tag. Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich jetzt von Tag 23 von meiner Tour. Und das ist der vorletzte Tag, denn morgen geht es nach Hause. Ich bin in der Nähe von Bern und wie ihr seht, hier schön untergebracht in einem feinen B&B-Zimmerchen. Ich habe mir das gegönnt. Ich war gestern ja noch in Frankreich, ich in Annecy und in der Schweiz kann ich ja das Internet nicht benutzen. Und deshalb habe ich von dort aus dieses Airbnb gebucht und ich dachte mir, ich gönne mir diesen Luxus noch, bevor ich heimkomme. Ja. Man müsste jetzt meinen, oder manche sagen, okay, aber von Annecy nach Hause sind es ja nur noch 436 Kilometer auf der Autobahn, kann man ja auch in einem Schwung durchfahren. Können viele vielleicht auch, ich mache das nicht. Ich habe gemerkt, dass mir das auf der Autobahn zu anstrengend ist und zu lange. Und ich möchte nicht den Fehler machen, dass ich am letzten Tag der Tour übermütig werde. Und deshalb mache ich hier Zwischenstation in Bern, bin hier frisch angekommen, war dann auch schon mit dem Motorrad an einer Tankstelle und habe es auch schön geputzt, das Motorrad schon, und bin jetzt eigentlich frisch und erholt, kann danach gut schlafen und morgen dann noch die letzten ungefähr 210 Kilometer nach Hause. Und ja, ich freue mich schon. Es hat damals einen Punkt gegeben in Frankreich vor 3 Tagen, wo ich mir dachte, so, ich glaube, jetzt möchte ich langsam wieder heim. Und dann ist das ja auch ein gutes Zeichen. Also für mich hat das dann super gepasst. Und ich glaube, dieses T-Shirt, das kann ich jetzt zurecht anziehen. Und ja, auf Facebook und auf Instagram haben ja viele Freunde mich schon immer verfolgt, jeden Tag meine Berichte. Und das freut mich total. Ich habe da ganz nettes Feedback bekommen und viele haben da ganz interessiert mitgelesen. Vielleicht sich die eine oder andere Inspiration geholt. Auf YouTube werde ich natürlich schöne Filmchen, Videozusammenfassungen machen. Das werde ich ganz gemütlich so die nächsten Tage, Wochen dann machen und hochladen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Der YouTube-Kanal ist Evelyn on the Road
und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo oder ein Like hinterlässt. Und ja, ich freue mich am meisten zu Hause, neben dem, dass ich natürlich meine Familie wiedersehe, meine Freunde, auf mein Bett, mein eigenes Bett. Wände, die nicht wackeln und mein Bett und meine zwei Katzen natürlich. Also, bis bald. Ich werde demnächst dann schon die ersten Videos hochladen. Tschüss! Ja, und hier ist der nächste Morgen, der letzte Tag, meine letzte Fahrt auf dieser Tour. Das waren 222,1 Kilometer ganz genau in 2 Stunden 35 reiner Fahrzeit von Bern nach Lustenau, alles über die Autobahn. Den Tag habe ich klassisch mit einem Schweizer Birchermüsli begonnen und bin dann ausgeschlafen und fit losgefahren. Ich habe heute mehr Pausen als sonst gemacht. Irgendwie wollte ich das nach Hause kommen wohl noch etwas rauszögern und noch ein wenig dieses Gefühl des Weges spüren. Mein letzter Stopp war etwa 30 Minuten vor zu Hause. Hier habe ich mir an einer Raststätte ein McDonald's-Menü reingezogen. Da habt ihr vorher gerade das Bild gesehen. Ich wollte nicht hungrig ankommen, denn als ich dann zu Hause den Motor abgestellt habe und es still war, hat mich ein ganz großes Gefühl großen Glücks und enormer Dankbarkeit überkommen. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen auf den letzten Kilometern ein bisschen Musik einspielen. Hier sieht man nun schon den Grenzübergang hier von Au nach Lustenau. Ach, ich bin wieder in Österreich, wie schön. Hat mich doch echt gefreut, da die Österreich-Tafel wiederzusehen. Und hier sind es dann die letzten Kilometer für mir nach Hause. Ich danke euch, dass ihr mich verfolgt habt, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier sind es nur noch die letzten Meter zu mir nach Hause. Ich habe so eine Gaude ab dieser Tour gehabt. Ich freue mich schon auf meine nächste. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen werde, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Art Urlaub zu machen mir total gefällt und ich das wieder machen werde. Es kommt jetzt noch ein Video, das ich live gleich hier gedreht habe, nachdem ich mein Motorrad abgestellt habe. Danke euch! Hey Leute, ich bin gerade zu Hause angekommen, Tag 24. Ja, ich bin jetzt gerade
total happy zu Hause zu sein, aber es fühlt sich auch irgendwie komisch an. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt das Zelt aufbauen im Garten, darin schlafen und morgen weiterfahren. Ja, schön und komisch und emotional irgendwie. Und ich bin so dankbar, dass das alles so gut geklappt hat, dass nichts passiert ist, nichts Schlimmes, dass ich keinen Unfall hatte, dass nicht mal ein Umfaller war, dass das Motorrad so wunderbar treu und robust ist und es hat keine Macken gemacht, nichts. Ich meine, das ist wirklich ein älterer Bock und er ist einfach super und mir geht's gut und ich hatte so viele schöne Erlebnisse. Manchmal auch ein bisschen so, dass ich mir dachte, was machst du hier? Aber im Großen und Ganzen und das Allermeiste war einfach wunderschön und es sind mir eigentlich ausschließlich nette und wohlwollende Leute begegnet und ja, es war wirklich ein ganz außergewöhnliches, schönes Erlebnis und es war vielleicht nicht die typische Motorradtour, dass man nur fährt und fährt, nein, ich habe das auch gemischt mit ja, mit ein bisschen relaxen, mal am Pool oder am Meer. Ich habe mit meiner Tochter dann vor allem auch ein paar kulturelle Sachen gemacht und auch die Stadt besichtigt. Ich habe auch nicht, glaube ich, allzu lange Strecken genommen. Ich habe da so einen schönen Mix gemacht. Auch die Kulinarik ist nicht zu kurz gekommen, außer heute. Mein letztes Essen heute war beim Mäcki an einer Autobahnraststätte, aber es hat wirklich super funktioniert. Ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe und ja, während der Fahrt hat man ja viel Zeit nachzudenken und da formen sich schon die Ideen für die nächste Tour. Also ja, mal sehen, was da jetzt alles kommt. Jetzt werde ich mal ankommen, werde auspacken und werde ja duschen vermutlich. Bis bald.